Ja, neues Video nach einem Jahr. Die Tradition wird erhalten. Ich hatte die letzten 2 Wochen Coroni und nachdem ich die erste Woche halb tot vorm PC saß und Minecraft gespielt habe, kam ich auf eine glorreiche Idee. Wie wäre es mal wieder, WoW zu installieren und den letzten Rest meines Lebens mit 200 Sachen gegen die Wand zu fahren? Ja, seit dem Zeitpunkt bin ich wieder süchtig nach diesem Spiel und frage mich, ob ich irgendwann an einen Punkt in meinem Leben komme, an dem ich dieses Spiel einfach deinstallieren kann. Und etwas im Leben erreiche, da ist mir was aufgefallen. Ich habe was gesehen. Und zwar feiert WoW aktuell seinen Geburtstag. Ab dem 16.11. Das ist der Tag dieser Aufnahme hier. Das ist mittlerweile der 19. Digga. Direkt, wenn man sich einloggt, bekommt man den Erfolg für den Geburtstag. Das Erfolgserlebnis ist wahrscheinlich das Schönste, was mir in den vergangenen Tagen passiert ist, da die Höhen und Tiefen in meinem Leben ungefähr vergleichbar sind mit einer Achterbahn. Nur, dass die nicht erstmal nach oben fährt, sondern direkt vom Start ehrenlos Richtung Erdboden ballert. Danach bin ich direkt zum Briefkasten geflogen und habe dann einen kleinen Brief bekommen vom Entwicklerteam, das jedem halt ein kleines Pad schenkt, wofür man im Normalfall bestimmt einen saftigen Zehner im Shop hinlegen müsste. Und wie jedes Jahr eine Marke, die den EP und den Gewinn des Rufes um die jeweilige Jahresanzahl erhöht. In dem Jahr waren es also 19%. Das bedeutet natürlich, dass ich in der Zeit des Events für den 20. Char durch Dragonflight peitsche, um ihn auf Level 70 zu bekommen. Das letzte, was im Paket war, ist eine Einladung von den Zeitwanderern. Also gibt es nur eine richtige Methode, wie man damit umgeht. Genau. Ungefähr 30 Sekunden Brain AFK rumstehen. Ich habe das alles vor 2 Stunden aufgenommen, habe jetzt schon wieder keinen Plan, was da eigentlich abging. Nachdem meine letzten 3 Gehirnzellen sich zusammengerissen haben, aber dann direkt beim Versuch, die Audioeinstellung zu finden, komplett verzweifelt sind, bin ich ins Portal nach Tanaris, um in die Höhlen der Zeit zu gehen. Das letzte Mal, als ich da drin war, das war zum 15. Geburtstag von WoW. Da hat man, um das Mount freizuschalten, alte Dungeons machen müssen. Jetzt nicht den ganzen Dungeon, sondern aber nur einen Boss. Und den ehrlichen und puren Hass, den ich da empfunden habe, als wir das 15. Mal bei fucking Ragnaros weggewiped sind, weil ein paar Spieler bei der Fähigkeitenerklärung ungefähr so aufmerksam waren wie ich damals im Unterricht. Da ging es League of Legends wie ein fucking Animal Crossing, Digga. Der Salzfaktor war anders. In dem Jahr kann es ja nicht so schlimm werden. Chromie gibt einem zum Anfang des Events 2 Quests mit auf den Weg, von denen eine relativ klar ist und easy. Geh raus aus den Höhlen der Zeit, kill den Boss. Die andere hatte mir eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst, denn da war relativ klar Alteraktal. Dort war ich das letzte Mal vor ein paar Jahren und habe meinen Lebenswillen als Blutelfenjäger ungefähr 20 Mal am Tag verloren. Ich war schon darauf vorbereitet, dass ich auf den World Boss, den man legen muss, ungefähr eine Viertelstunde warten kann. Aber als ich hochgeflogen bin, war der einfach anwesend und schon gespawnt. Und mit einem 1A Gameplay habe ich dann den Kill und das Mount fürs Event secured. Ich muss sagen, das Mount ist ganz cool. Ist halt nur ein bisschen sad, dass es einfach nur eine andere Farbe ist wie beim alten Mount vom 15. Geburtstag. Aber jetzt kann ich wenigstens damit angeben, dass ich beide habe. Um mich auf die bevorstehende Psychose des Alteraktals vorzubereiten, warf ich mich natürlich ins feinste PvP-Lagier. Denn wer wird nicht gerne von einem bauchfreien Draenei getötet, der aussah, als würde er gerade aus dem Berg reinkommen? Warum ich danach wahllos irgendwelche Toys ausprobiert habe, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Aber das Herumcruisen mit dem Belagerungsturm hat schon ein bisschen gebockt. Anschließend dachte ich, ich brauche noch ein fürchteinflößendes Schlachtross und habe mich für die traurigste Kreatur im gesamten Game entschieden. Die habt ihr gerade auf dem Screen. Dieses Mount ist einer der Gründe, warum die Gnome die schlimmste Rasse im gesamten Spiel sind. Wer sowas baut, hat keine Liebe verdient. Weder von den Spielern noch von seiner eigenen Mutter. Als der Zeitpunkt gekommen war, Alteraktal zu ziehen, stieg mein Puls ungefähr auf 500. Und mir war klar, ich werde in dieser Instanz der schlechteste Spieler in der Gruppe sein. Ich habe auch ganz gekonnt das Gruppenfenster verkackt. Und zwar so brachial verkackt, dass ich für den Rest meiner PvPler-Zeit, die jetzt eigentlich wieder vorbei ist, eine grüne Mauer auf meinem Bildschirm haben werde, die ungefähr so groß ist wie der Bildschirm. Das macht an meinem Gameplay jetzt auch keinen so großen Unterschied. Aber es nervt mich trotzdem ein bisschen. Auf dem Weg zum Boss habe ich dann erstmal bemerkt, wie viele Spieler in so einer Gruppe drin sind. Und habe mich damit abgefunden, alle davon brutal zu enttäuschen. Anstatt zum Boss zu gehen, den wir legen müssen, und die 10 Sekunden zu warten, die es braucht, bis er spawnt, hat unser ADHS-Dämonenjäger im Angesicht eines Tauren einfach entschieden, er läuft durch und er hat den Trollen den Krieg erklärt. Da ich mit so einer Gesamtsituation überfordert bin, bin ich hinterher und habe mich an der bestimmt lückenlosesten Kriegserklärung beteiligt. Und das taten dann auch ein paar andere Spieler gleich.
Innerhalb kürzester Zeit wurde die anwesenden Trolle schneller gelöscht, als ich die Tabs an meinem Computer, wenn meine Mom reinkommt. Als die wütende Meute dann noch in die Höhle wollte, drehte ich mich ganz kurz um und mir fiel auf, dass der eigentliche Grund, warum wir hier sind, gerade auf der anderen Seite der Brücke von den anderen Spielern weggemobbt wird. Und als gutes Gruppenzwangopfer bin ich direkt hin. Als wir dann auf die Horde getroffen sind, zeigte sich mein professionelles Gaming relativ schnell. Als ich einen kleinen Hügel untergeworfen wurde und nach ein paar jämmerlichen Versuchen beschämt die andere Seite genommen habe und den langen Weg genommen habe. Danach habe ich mich direkt in einen Kampf mit dem Krieger der Horde gesteckt und wurde innerhalb kürzester Zeit direkt von 5 anderen Spielern attackiert. Warum ich da so lange überlebt habe, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. War vielleicht ein verfrühtes Weihnachtswunder. Einzige Konsequenz für mich war, die Quest abzugeben und ehrenlos zu quitten. Ich verstehe jeden, der mich dafür hasst, aber ihr müsst auch verstehen, ich hatte da ungefähr so viel zu tun wie Philipp Amthor in der Politik. Darf man den noch erwähnen, nachdem dieser Vorzeige-Nazi sich mit Neonazis abfotografieren hat lassen? Zurück in den Höhlen der Zeit habe ich da einen kleinen Club gefunden und mit diesem Outfit hatte ich keine andere Wahl, als mal richtig schön einen wegzuschranzen. Das dachten sich auch der Taure und der Untote, die kurz darauf auch reinkamen, und ich hatte das erste Mal seit langem einen kleinen Moment der Freude in meinem verkümmerten Herz. Dieser wurde dann auch noch getoppt, als ich gesehen habe, dass man sich im Shop 2 Corgi-basierte Sachen kaufen konnte. Und da Corgis mit die unfähigste Hunderasse sind, abgesehen von diesen kleinen Ratten, die ungefähr so angenehm sind, wie einen Star-Wettbewerb mit der Sonne zu führen, war klar, der Auftrag ist 400 zeitverlorene Münzen zu sammeln und beide Sachen kaufen. Das Pet habe ich mir dann auch direkt geschossen und um die fehlende Währung zu bekommen, nahm ich eine Quest an. Und diese führte zum schlimmsten Moment des Tages. Azerugos killen war dabei noch relativ simpel. Aber dann kam es zu Smaris. Das Maris. Dieser hat einen Effekt, dass man auch nur, wenn man in der Nähe ist, dauerhaft Schaden frisst und kann auch einer noch in einen scheiß Pilz verwandeln. Pilze! Pilze! Nein, Mann! Pilze! Mann! Digga! Nachdem wir also das erste Mal alle gewiped sind, war die einzige Konsequenz warten auf Verstärkung. 7 Tode und einen Reset kurz vor dem Kill, Beta, der meine letzten Gehirnzellen so wie meine Maus auf dem Gewissen hat, lag das Drecksding endlich. Und ich bin am Überlegen, nur wegen diesem Vieh in Therapie zu gehen. War nur ein Joke, haha. Lord Khazrak war dagegen eine brutale Enttäuschung. Ich glaube, der hat im gesamten Fight einmal Schaden gemacht und sich sonst nur rumschubsen lassen. Somit war also die Quest beendet und ich konnte mein Teuer abholen. Nachdem ich die Brille angezogen habe, habe ich also meinen Corgi angeschaut und darauf gewartet, dass irgendetwas passiert. Denn in der Beschreibung stand, die Brille würde etwas mit meinen Freunden machen und dieser kleine Hund ist ab sofort der einzige Freund in diesem Spiel. Nach Ewigkeiten habe ich dann verstanden, dass diese Brille das wohl Beste ist, was WoW jemals gemacht hat, da sie jeden verbündeten NPC sowie Spieler in Corgis verwandelt. Nach den wohl schönsten Momenten meiner WoW-Karriere ging es zurück in die Mode und zurück ins PvP. Und das Outfit, das ich anlegte, ist seit diesem Moment mein Schlafparalyse-Dämon. Ich brauche Hilfe und habe große Schmerzen. Dieses Mal hatte ich keinen Kontakt zu feindlichen Spielern, sondern habe mit ein paar anderen einfach nur die NPCs abgefarmt, wobei wir viel zu lange darin verzweifelt sind, die beiden hier zu töten, bis einer von uns auf die Idee kam, dass wir die vielleicht voneinander trennen sollten, weil die sich gegenseitig handeln. Gesagt, getan, ich habe den ersten abgenommen und so ein Testobär hat sich den anderen geschnappt. Das war also das erste Mal an diesem Tag, in dem ich auch nur in irgendeiner Hinsicht hilfreich war. Somit war aber dann auch die letzte Quest abgeschlossen und ich habe mir eine stylische Brille gezogen, die ich ab sofort dauerhaft als Todesritter tragen werde. All in all kann man sagen, der Geburtstag war witzig, es war so ein halber Tag. Man kann natürlich noch viel mehr machen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Event-Typ, euch irgendwelche Versprechungen zu machen, dass ich jetzt wieder öfter Videos machen werde. Wir wissen alle, dass es keinen Sinn hat. Es kommen welche, wenn welche kommen. Ich wünsche euch einfach schon mal im Voraus ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war Jobbe. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Videos, dieses etwas mehr Commentary-artige. Ich zocke momentan einfach nicht mit anderen Leuten, deswegen ist es ein bisschen schwierig, da was Witziges rauszufiltern. Haut da rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.